Ich bin der Jan, ihr schaut Ausfahrt TV Hochkant und das ist der Alfa Romeo Tonale als Hybrid. Und das ist der Schlüssel mit drei Schaltflächen, Verriegeln, Entriegeln und den Kofferraum öffnen. Unser Testwagen, der 2023 Alfa Romeo Tonale 48 Volt Hybrid, trägt die Farbe Rosso Alfa. Die Veloce-Ausstattung ist die höchste Ausstattungsvariante beim Alfa Romeo Tonale, die sich durch spezielle Felgen und die verchromte Abgasanlage auszeichnet. Unter dem Blechkleid des SUVs aus dem Segment der Kompaktklasse steckt ein Mildhybrid, bestehend aus einem 1,5 Liter reinen Vierzylinder-Benziner mit einer Leistung von 160 PS und einem Startergenerator mit 15 kW. Daraus ergibt sich eine Systemleistung von 160 PS und ein maximales Drehmoment von 240 Newtonmeter. Die Kraftentfaltung erfolgt ausschließlich über die Vorderachse. Den Sprint von 0 auf 100 meistert der Alfa Romeo Tonale E-Hybrid in 8,8 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 212 km/h. Die Kraftübertragung erfolgt mittels 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Alfa Romeo gibt den Tonale 1,5 Liter 48 Volt Hybrid mit einem WLTP-Verbrauch von 6 Litern auf 100 Kilometern und einem CO2-Ausstoß mit 136 Gramm pro Kilometer an. Der Fahrzeugtank fasst 55 Liter super. Den Alfa Romeo Tonale gibt es mit unterschiedlichen Motorisierungen. Neben der Version mit Frontantrieb kann man den Alfa auch mit Allrad bestellen. Du möchtest dir den Alfa Romeo Tonale lieber gebraucht kaufen und du willst einen deutschlandweiten Überblick über die Gebrauchten haben und du möchtest dein Auto sofort und ohne Wartezeiten kaufen? Kein Problem, bei pkw.de findest du Top-Gebrauchtwagen mit maximal 60.000 Kilometern von geprüften Händlern mit Garantie. Ganz einfach von zu Hause aus am Computer oder mit der App nach deinem Wunschauto suchen. Genauso einfach bestellen und sogar kostenlos nach Hause liefern lassen. Am besten gleich mal ausprobieren. Klickt einfach auf den ersten Link unter unserem Video und schaut euch die Alfa Romeo Tonale Angebote von pkw.de an. Der Tonale ist 1,84 Meter ohne und 2,08 Meter mit Außenspiegelbreit. In der Ausstattungslinie Veloce kommen Matrix-LED-Scheinwerfer zum Einsatz. Der Alfa Romeo Tonale ist 4,53 Meter lang, 1,59 Meter hoch und hat einen Radstand von 2,64 m. In der Ausstattungslinie Veloce steht er auf 19 Zoll Leichtmetallfelgen. Vorne und hinten bremst er mit Scheibenbremsen. Die Außenspiegel sind in der Ausstattungslinie Veloce schwarz abgesetzt und elektrisch verstellbar, anklappbar und beheizbar. An den vorderen Türen verfügt der Alfa Romeo Tonale über Keyless Entry, wenn man an den Türgriff fasst, während man den Schlüssel bei sich trägt. Den Alfa Romeo Tonale gibt es ausschließlich in der gezeigten Form des SUVs. Die Rückleuchten sind vollständig in LED-Technik gehalten und werden beim Ver- und Entriegeln animiert. In den Kofferraum vom 2023 Alfa Romeo Tonale passen 500 Liter. Bei umgeklappter Rücksitzbank erhält man ein Ladevolumen von 1550 Liter. Die maximale Zuladung beträgt 535 Kilogramm. Davon dürfen 50 Kilogramm aufs Dach geladen werden. Die optionale Anhängerkupplung hat eine Stützlast von 100 Kilogramm. Die maximale Anhängelast für gebremste Anhänger beträgt 1,5 Tonnen, die maximale Anhängelast für ungebremste Anhänger hingegen 700 Kilogramm. Der Alfa Romeo Tonale ist einfach ein hübsches Auto, finde ich zumindest. Sich da was rauszupicken, finde ich außerordentlich schwierig. Aber diesen Teil vom Scudetto über die Scheinwerfer mit diesen drei Schwingen und auch der Position vom Nummernschild, ich finde, das sieht einfach unheimlich gut aus. Kommen wir zum Innenraum vom Alfa Romeo Tonale. Das Armaturenbrett ist mit einem weichen Werkstoff belegt. Im restlichen Innenraum sehen wir überwiegend hochwertige Materialien. Die Sitze sind mit einer Lederkombination bezogen. Der Fahrersitz und der Beifahrersitz sind manuell einstellbar. Eine dreistufige Sitzheizung steht auf beiden Vordersitzen zur Verfügung. Im Alfa Romeo Tonale kommt ein mit Leder bezogenes und beheizbares Multifunktionslenkrad inklusive feststehenden Schaltwippen zum Einsatz. Auf dem Lenkrad befinden sich links Schaltflächen für die Bedienung der Assistenten und rechts für die Mediensteuerung. Der Alfa Romeo Tonale verfügt immer über ein 12,3 Zoll Cockpit. Über den zentralen Alfa Connect 10,25 Zoll Touchscreen lassen sich alle sonstigen Funktionen wie Navigation, die Klimaanlage, Soundeinstellungen, Ambient Light, 360-Grad-Kamera oder drahtloses Apple CarPlay bzw. Android Auto steuern. Das Standard-Soundsystem im Fahrzeug genügt gehobenen Ansprüchen. Die Klimaautomatik verfügt über zwei Klimazonen. Das Fahrzeug verfügt über einen USB-C-Anschluss, einen USB-A-Anschluss, ein Pad zum induktiven Laden und einen 12-Volt-Anschluss.
In die Türtaschen passen 1-Liter Flaschen. Dazu gibt es 2 Becherhalter mit Abstandshaltern in der Mittelkonsole und ein mittelgroßes Handschuhfach mit Beleuchtung. Ich bin 1,80 Meter groß, der Fahrersitz ist noch auf mich eingestellt. Ich kann die Füße komplett bis zum Spann unter den Fahrersitz schieben. Von der Kopffreiheit, da bekomme ich noch eine Faust zwischen den Kopf und den Himmel. Und ich habe hier auch noch ein bisschen, nicht viel, aber ein bisschen Beinfreiheit. Die elektrischen Fensterheber sorgen dafür, dass die Scheiben sich fast vollständig versenken. Ein kleines Stückchen bleibt stehen. Die Scheiben sind im Übrigen auch getönt. Dann habe ich Leseleuchten hier für die äußeren Sitzplätze. 2 USB-Anschlüsse, einmal USB-A, einmal USB-C, 2 Luftausströmer. Die Isofix-Halterungen befinden sich hier direkt hinter dem, zwischen den Polstern. Wir haben aber nur hinten Isofix-Halterungen, leider nicht auf dem Beifahrersitz. Dazu noch eine Mittelarmlehne, darin inkludiert 2 Getränkehalter, auch mit Abstandshaltern. Und das Ganze kann ich hier noch aufklappen, dann habe ich sogar eine Skidurchreiche oder einen Skisack. Wie heißt das denn? Mein Interieur-Highlight sind so mehrere Sachen, aber ich versuche mich mal auf eins zu beschränken. Wenn du das Auto anstellst, dann hast du hier die Scudetto auch noch mal im Display zu sehen. Und davon wandert mein Blick runter hier auf den Pralltopf der Hupe und da ist das schwarze Alfa Romeo Logo und ich finde das so als Einheit, das ist einfach schön. Du freust dich beim Einsteigen schon aufs Fahren. Wie bei allen SUVs habe ich auch im Tonale eine angenehme Sicht nach vorne, weil ich halt erhöht sitze. Hinten rechts, da habe ich allerdings einen toten Winkel an der C-Säule und auch das Sichtfeld nach hinten ist eher beschränkt durchs Fenster. Aber beim Rangieren hilft mir ungemein die 360-Grad-Kamera bzw. auch die normale Rückfahrkamera. Ich finde, der Alfa Romeo Tonale ist ein ruhiges Auto, auch bei höheren Geschwindigkeiten kann man hier ganz entspannt Musik hören oder sich auch unterhalten. Was den Fahrkomfort angeht, ich habe die Möglichkeit, selbst in Sport das Fahrwerk noch ein bisschen komfortabler zu schalten. Ich finde den aber auch so schön abgestimmt. Das ist ein sehr guter Kompromiss zwischen Sportlichkeit und komfortablen Reisen. Wir fahren den Tonale hier mit 160 PS. Ganz so potent, wie sich das anhört, fährt sich das Auto nicht. Finde ich zumindest, gerade wenn man jetzt irgendwie losbeschleunigt, könnte er für meinen Geschmack noch ein bisschen mehr Schub gebrauchen. Wenn man den Wagen aber erstmal am Laufen hat, dann rennt er auch schön. Die Sitze hier im Tonale finde ich ungemein bequem. Einmal sind sie mit Alcantara bezogen, bieten mir so schon eine Menge Seitenhalt. Aber auch die Sitzwangen, das ist sehr angenehm, das Auto wirklich auch auf längeren Strecken zu bewegen. 3 Fahrmodi stehen hier zur Auswahl. In der Tonale DNA nennt Alfa das, Dynamic, Normal und All-Weather, glaube ich. Das hat Einfluss auf das Motorendrehmoment. Da gibt es manchmal einen Begrenzer, unter anderem bei A. Die Gaspedalannahme, die Schaltung, das regenerative Bremsen und die Lenkung. Und im sportlichen Programm beschleunigt sie halt auch spürbar besser, als wenn man sie in Normal hier Pedal to the Metal spielt. Der Tonale kommt mit allen gängigen Assistenzsystemen. So haben wir nicht nur einen Spurhalteassistent und einen adaptiven Tempomaten, sondern auch eine Verkehrszeichenerkennung. Von den Assistenten war ich nicht so angetan. Hier für mich haben die nicht gut funktioniert. Ein bisschen unpräzise vor allen Dingen. Insbesondere, wenn man jetzt hier ein Abstandstempomat hat und es ist irgendwas in der Kurve, ein LKW oder so, dann geht der schon mal relativ ruppig vom Gas runter und das ist eher irritierend, als dass es wirklich helfen würde. Da schaltet man die schnell mal ab. Ich hoffe, dass ihr Alfistime dieses jetzt hier nachseht. Ich finde, der Wagen ist wirklich unheimlich schön. Der 160 PS Hybridantrieb ist allerdings nicht so meins. Ich mag zwar, wie der elektrisch rollen kann beim Rangieren und so weiter, aber ich hätte mir für die Emotionalität doch ein bisschen mehr Punch gewünscht. Kann man einen Alfa eigentlich in einer anderen Farbe bestellen als Alfa Rosso? Macht das Sinn? Schreibt es mir mal bitte in die Kommentare. Ihr könnt den Tonale bestellen ab einem Basispreis von 37.000 Euro. Unser Testwagen, den wir hier fahren, kostet gut 48.000 Euro. Bin sehr gespannt auf eure Kommentare da draußen. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben und abonniert auch Ausfahrt TV Hochkant. Hier kommen ja regelmäßig schön knackige Reviews im Hochformat. Ich verabschiede mich an dieser Stelle wie immer und sage, bleibt gesund da draußen. Tschüss, bis dann, euer Jan.